Donna Summer, Love to Love You Baby, ist einfach großartig, finde ich. Sie ist ein bisschen zwiespältig so als Person, also nicht unbedingt auch nicht so eine Heldin für mich, auf keinen Fall. Aber das Stück ist groß. Also auch dann irgendwie hat sie auch eine deutsche Verbindung durch Giorgio Moroder. Fand ich auch natürlich interessant. Und überhaupt, was Techno angeht und Hausmusik, ist sie natürlich auch dann da durch diese Love to Love You Baby und I Feel Love, ist das schon so eine wichtige Ikone dann. Ich habe das sogar mal versucht zu covern, Love to Love You Baby, und habe es dann sein gelassen. Es war mir dann irgendwie zu peinlich. Also so der Text und so, ich weiß nicht, ist nicht, aber ein tolles Stück, ich liebe es, auch so schön lang. Hast du mal, also hast du sowas, hast du manchmal das Gefühl, dass du würdest gerne sowas wie Disco hören? Ja, also Disco, ja, ja, na, es kommt drauf an was, also ich stehe dann eher so ein, eher, also oft so diese, wenn es um Haus oder so geht, dann ist es eher Moody Man oder so, was ich toll finde, wo das ein bisschen schräger immer alles ist. Das finde ich ganz super. Und bei Disco, ja, also das ist schon, Disco ist nicht so unbedingt meine Abteilung, aber das Stück, sondern sagen wir, das eine Stück ist toll, also es ist auch schön altmodisch inzwischen so und das ist ein Klassiker, schon toll. Also Donna Summer ist mir im Zusammenhang mit den anderen Frauen dann irgendwie aufgefallen als eine, die nicht so eine, für mich nicht so eine Powerfrau ist irgendwie. Vielleicht ist sie es, aber kommt mir nicht so vor, dass sie so ein bisschen getrieben wird von außen sehr stark. Und das ist bei vielen von den anderen nicht so. Und das ist so ein bisschen auffällig, fand ich. Weil es so ein bisschen fast wie gecastet ist, ne? Also die so zusammengeschnürt und dann muss es für den Markt funktionieren. Hat ja auch, glaube ich, ein Musical gemacht und so. Das ist ein bisschen anders. Mhm. Und dann habe ich als nächstes Patti Smith. Großartig. Also ich als Teenager war ich richtiger Fan von ihr, von Horses, das Album. Also da war alles, stimmte da irgendwie so gelebte Subkultur, dann diese Mischung Kunst, Poesie, Punk und dann dieser Style, diese langen Herrenhemden und nicht dieses Frauchen, und das fand ich ganz, ganz, also die fand ich ziemlich beeindruckend. Dann hat sich dann verloren bei mir mit Patti Smith, weiß nicht, da ist nicht mehr viel gekommen. Und jetzt ist es auch nicht mehr, irgendwie, das höre ich jetzt auch nicht mehr, aber damals war das schon sehr wichtig, wichtiges Album, Horses auch. Und kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal ein Stück von ihr gehört hast, wie das für dich war? War das irgendwie anders als andere Sachen oder so? Das kann ich mir auch, das ist schon sehr ewig her. Weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur noch genau, dass sie so vom Frauenbild mich beeinflusst hat, weil sie eben nicht so dieses typisch angepasste und sexy Girl war. Zum Beispiel weiß ich noch genau, dass ich Blondie gesehen habe. Die hat im Cannes-Kino gespielt. Die war ja auch ähnliche Zeit, noch ein bisschen später vielleicht. Aber die, wo ich die erst ganz toll fand, und dann habe ich auf der Bühne, konnte sie erstmal sich überhaupt nicht bewegen und hat sich die ganze Zeit die Haare gebürstet. Das fand ich total scheiße. Und dann habe ich gedacht, also auch so im Gegensatz dazu war Patti Smith dann irgendwie so natürlich und ja, irgendwie echter. Das fand ich ganz gut. Und die hatte dann auch irgendwie letztens was mit Schlingensief, glaube ich, gemacht und so. Also die ist schon irgendwie, also sie lebt das so richtig, diesen Underground. Das finde ich schon cool. Und aber hat das dann konkret bei dir dazu geführt, dass du das Gefühl hattest, du musst jetzt nicht mehr für die Bühne total sexy oder total weiblich sein, sondern kannst so sein, wie du bist? Oder was hat dir das gezeigt quasi in ihrer Person? Na, ich habe sowieso... Ich war da sowieso recht eigen, aber nein, ich mochte auch dieses leicht Androgyne mochte ich an ihr, dass sie eben nicht diese weiblichen Merkmale bis zum Erbrechen rauskitzelt, sondern so ruhig mal auch die männlichen Seiten ein bisschen betont, das fand ich ganz schön. Also das hat mich beeindruckt, ja, aber für mich, also in der Zeit war tatsächlich denn eher Suzy ein Vorbild. Also wenn man jetzt so von Vorbildern, also für mich persönlich war das, es war ein bisschen später, aber das war so eine Frau, wo ich gedacht habe, wow, die ist toll. Also weil die hat auch so, die hatte auch gute Stücke und das fand ich dann,
die war auch eher noch so edgy und nicht so im Hippietum verhaftet wie dann Patti Smith. Und das fand ich dann, für mich persönlich war das die große, fand ich ganz toll. Wir haben ja auch mal mit der gespielt, mit Mania D, Vorgruppe gemacht vor den Banshees, das war für mich das Größte. Und wir haben auch uns mit denen gut verstanden und so, und auch Kontakt gehalten, das war, ja, das fand ich gut. Und jetzt kurz nochmal zu, ich bleib nochmal kurz im Moment bei Patti. Jetzt hat die ja irgendwie, glaube ich, als, oder zumindest als eine der ersten, dadurch, dass sie auch so viel geschrieben hat und so viel in der Kunstszene war, eine andere Form von Wortkunst irgendwie gehabt. Ist dir das aufgefallen? Also findest du, das waren irgendwie Poesiestücke oder so? Naja, klar, ich habe dann damit die Texte übersetzt und so, fand ich toll, ja. Das war, ja. Das war, ja, auf jeden Fall eine wichtige Künstlerin, so. Und glaubst du, dass du irgendwie, dass sie den Punk für Frauen geöffnet hat irgendwie? Ach, ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Also ich meine, meine Herangehensweise damals für in der Punkzeit war sowieso, ich habe gedacht, jetzt wird alles neu geschrieben. Also die ganze Musikwelt wird jetzt neu erfunden. Und Frauen sind genauso da wie Männer. Es ist alles gleich. Alles neu. Die Karten werden neu gemischt und alles ist gleich. So war meine, das war meine Idee. Ich habe dann später gemerkt, dass das vielleicht nicht ganz so ist. Aber ja, das war so. So habe ich das gelebt und gefühlt, auf jeden Fall. War denn der Punk macho irgendwie auch? Nee, habe ich eben nicht so empfunden. Mhm. Also ich habe das, ich habe es, für mich war das gleichwertig. Also waren genau, war, ich hatte auch nämlich viele Freundinnen, die auch in der Szene waren und das war eigentlich so alles gleich. Mhm. Du hast Kunst studiert auch, ne? Ja. Hast du irgendwie einen Bezug zu Leuten wie Robert Mapplethorpe oder wie zu den Beat-Poeten oder so? Nee, also ich habe, also klar, weiß ich von ihnen, aber das war dann doch, für mich persönlich war das irgendwie eher Hippie behaftet. Und nee, das war dann, es war, ich hatte keine Beziehung dazu. Mhm. Nee. Ich guck noch mal. Aber ich finde es schön, dass sie das gemacht hat. Und im Nachhinein fand ich das dann auch interessant, weil das ist ja auch ein. Sie hat das ja auch. Also was ich auch gut fand, dass sie eben diese Poesie und so diese Sachen mit in die Pop, in den Pop reingebracht hat. Das war, glaube ich, die einzige, die das so konsequent gemacht hat. Das fand ich schon gut. Es gibt dann ja auch, gibt einem ja andere Informationen über was dann noch so, was in der Poesie passiert, was man denn sonst vielleicht hätte gar nicht gewusst. Jetzt hat die sich ja dann irgendwann zurückgezogen mit Familie und ich glaube irgendwie 79 oder so hat Familie gegründet mit dem MC5-Menschen und Kinder gekriegt und so. Ist man eigentlich nicht mehr Punk, wenn man Familie gründet? Also Punk, das Wort ist ja dehnungsbedürftig. Ich weiß nicht, also sie war sowieso. Irgendwann ist man Punk oder man behält noch diese Punk-Attitude. Und sie hat sich da zurückgezogen. Ich kann auch gut verstehen, warum, weil das Geschäft ist einfach auch brutal. Und sie ist da, ich habe da auch drüber nachgedacht, warum sie denn das jetzt nicht so, den Stiefel nicht so durchgezogen hat wie die anderen zum Beispiel. Trotzdem steht sie da als Künstlerin, als Vorbild, glaube ich, für viele Frauen. Und gleichzeitig hat sie wahrscheinlich auch für sich einfach egomäßig gesagt, jetzt, ich mache jetzt das für mich. Ich brauche jetzt diese Zeit für mich und das macht mir Spaß und das mache ich.